Genau, ich bin hier am Potsdamer Platz. Heute bei diesem arschkalten Wetter gucken wir die Kurzfilme. Relativ viele Kurzfilme hintereinander. Mal sehen, wie es wird. Ja, dann ein bisschen kritisieren danach. Besucher befragen. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, die Themen werden nicht ganz so schräg wie teilweise in den letzten Jahren. Aber ja gut, die besten Themen schreibt ja nun mal das Leben. Mal sehen, wie es wird. Ich hoffe, es wird einigermaßen, aber das wird schon. Wir sind gerade aus dem Kino raus und hatten die Chance, die Filmemacher zu interviewen. Ja, und dadurch, dass wir ja von den Filmemachern lernen wollen, haben wir sie nach Tipps gefragt, nach allem Möglichen. Und ja, ich glaube, wir gucken uns das erstmal an. Right next to me is the filmmaker Asaf Mahnes. Okay, could you maybe just tell us a little bit about your film? Yeah, I made a short film that, should I hold it or not? It participates in the Generation Competition. It's a short film about two soldiers who were supposed to stay in the base, and at the last minute they get a chance to go home with everyone for the weekend. But they have 7 minutes to get ready, and the film is mainly about what happens during these 7 minutes. That's cool. And is it hard to raise some fund money for your short movies? So what are the difficulties? There's no money. There's no money. Yeah, that's the difficulties. So I'm here with the filmmakers from Luber. Okay. Could you just Firefly? Could you just explain what was your role while making the film? So what was your What was your job like? Did you? What was the starting point? Do you know? Well, it was like I took a salto, como like I dived into my 16-year-old mind. What was I feeling at the moment, and my relationship with my brother, and you know, just I started to grab things from books or stories or films that I like, and it was like a very organic process, and every idea came. You know, it's. You have to think and rethink. Do it and rethink it and destroy everything and build it again, because you are like constantly discovering new stuff. Okay, so a big part of the effects that the movie had on the audience was the music. How do you think, how can you like put emotions, like how can you reinforce emotions through the music, or which visuals do you use so the audience can better understand your point without using many words? The music was a really strong part of the movie. When I wrote the script, I didn't thought about the movie. You know, it was really until the music. It was really until we were working on the sound design, sharing this tiny studio with this band called Ayer Amarillo, and I said to them like, guys, I like your music. It's very abstract. It's very poetic. I don't know how to say it, but it's really like a punch in the face, and I wanted that. No, it's like this gut feeling, and we went like in a 2 by 2 meters room, and we screened the film, the edit that we had, and they started improvising. And jamming. And after, I guess, 8 takes or something like that, we got like a really good amount of music. Yeah. And we started editing that music, selecting what we thought was the best parts. And day later, the band was like, we loved that music, and they are releasing an LP with that music. So it's really. Allgemein finde ich Kurzfilme voll geil, weil man eigentlich nie weiß, was einen erwartet, und eigentlich das auch ein Kurzfilm ausmacht, dass man eigentlich bis zum Ende nicht weiß, was passieren wird, beziehungsweise auch noch während der Story ist. Oh mein Gott, ist es jetzt ein Thriller? Ist es eine Komödie? Man weiß es eigentlich nie. Und das ist relativ cool. Und wenn dazu auch noch der Sound und das Bild passt, macht es einfach Spaß.
In einem Kino werden 5 bis 7 Kurzfilme direkt hintereinander gezeigt, was eigentlich dazu führt, dass man gerade mal die Impressionen, die man gerade vom Kurzfilm hatte, verarbeitet hat und kommt schon der nächste hingeknallt. Und jeder vermittelt eigentlich auch eine geile Message. Deshalb ist es ziemlich kompliziert, die am Ende irgendwie jetzt zu sagen, okay, das war jetzt der geilste Film, weil ich finde, das kann man gar nicht so bewerten. Ich meine, wie willst du eine 7-minütige Zeichentrickanimation mit jemandem bewerten, der sich über seine mentale Krankheit öffnet? Ich finde, das kann man auch nicht bewerten und das muss man nicht. Ich finde, es macht einfach Spaß, Kurzfilme zu gucken und entweder hat man Glück oder man hat kein Glück. Und ich finde, hier hat die Berlinale jetzt einen coolen Job gemacht und echt 7 coole Kurzfilme rausgewählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das war's vom Kurzfilm-Spezial heute. Wir haben sehr viel gelernt von den Filmemachern, von den 7 Filmen generell auch, denn sie hatten unterschiedliche Themen, unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, aber auf jeden Fall alle sehr interessant. Ein paar waren gut, ein paar waren sehr gut, manche waren so, hätte man eventuell auch sein lassen können. Es war auf jeden Fall sehr interessant für uns, auch Tipps von den Filmemachern zu bekommen. Dann haben wir noch 2 Interviews geführt mit Brenda Lean und mit Maike Mia Höhne, 2 Regisseure von den Berlinale Shorts. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann guckt euch das doch einfach an. Aber bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag noch.